Hallo, herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Heute haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir 1 gegen 1 nochmal machen wollen. Und zwar in einer kompletten Form, wo wir mal auf die Blockstellung eingehen, wo wir auf die etwas weitere Distanz eingehen und natürlich dann auch auf den Ballangriff abschließen nochmal, damit wir das Ganze mal so in Form einer Kombination eher zusammen haben. Da ich das allein nicht machen kann, habe ich auch meinen Assistenten mitgebracht. Die bekannte blaue Mauer. Ja, und deswegen beginnen wir dann auch gleich. Wir beginnen jetzt mit lockeren, geworfenen, dann später geschossenen Bällen für die entsprechende Mitteldistanz, dann für Bälle in der Blockstellung und so weiter, dann immer weiter. Ihr werdet das schon dann an den Übungen entsprechend sehen, wie das geht. Wir werden es dann auch nochmal einblenden. Denn letztendlich, das ist so ein bisschen eine Art von Trainingseinheit, die wir heute damit dokumentieren, damit man mal so als Schiene durchgehend hat, wie 1 gegen 1 aufgebaut ist, bis dann hin zum Ballangriff. Und dann ist 1 gegen 1 nur noch eine Sache von Distanzen und Entscheidungen. Zum 1 gegen 1 und zum Aufbauen des Bodenkontakt-Feelings haben wir unseren Torwart nun gesetzt in die Position des Ballangriffs, damit wir Bodenkontakt herstellen können und spielen ein paar Bälle, die unser Torwart jetzt mit der Technik des Ballangriffes sichern soll. Jawohl. Jawohl. Die Übung ist ja nur dafür da, dass wir Bodenkontakt herstellen. Sehr schön, da geht es nicht um Geschwindigkeit, da geht es nur um reines Gefühl. Jawohl! Aus der nun knienden Position beginnen wir nun mit Bällen halb hoch bzw. dann später auch flach hier unseren Torwart zu fordern. Halb hoch zunächst, dass er mit den Händen nur arbeitet und hier das entsprechende Tor, welches wir nun auf die Handreichweite entsprechend einstellen, abzudecken und hier die Bälle in diesem Bereich zu holen und nur abzublocken. Genauso wie wir dann bei flachen Bällen einmal den Fuß hier raus haben möchten, dass hier der Einschlag unten flach verhindert wird. Die Hand kommt unterstützend gegebenenfalls dazu. Genauso wie auf der anderen Seite dann auch da der Fuß schnell rausgestellt werden soll. Das werden wir in der nächsten Übung darstellen und soll die mittlere Abschlussdistanz aus ungefähr 3, maximal 4 Metern darstellen, wo unser Torwart in diesen Positionen arbeiten muss und schnell sein muss. Er muss also hier aus der normalen Position, aus der Grundstellung heraus, läuft er den Ball flach an, muss von da aus in die Blockstellung sinken und dann einen Fuß ausstellen. Er geht in die Blockstellung und von da aus dann stellt er den Fuß mit raus, um hier den Ball entsprechend abzuwehren. Wir haben dann noch die kürzeren Distanzen, wo der Torwart nur den Fuß aufstellen muss, um entsprechend hier seitlich dann einen Ball zu sichern. Das ist dann eher für die körpernahen Bälle, die dann hier links und rechts gesichert werden müssen. Das sehen wir uns jetzt an. Zunächst einmal mit nur den Händen. Fertig? Jawohl. Jawohl. Ja, probieren. Jawohl. Sehr schön. Jawohl, letzter. Ja, gut. Okay, nun wieder 6 Bälle entsprechend flach, wo unser Torwart nur mit den Füßen agieren darf. Er wird zwar die Hand ungefähr mit dazu nehmen, aber auch hier muss er entsprechend nur mit den Füßen agieren. Jawohl. 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 Ja, sehr schön. Jawohl. Gut. Gut, sehr schön. Gemischte Übungen, gemischte Bälle, halb hoch, hoch, statisch. Das heißt, unser Torwart steht und wir beginnen Bälle auf das verteidigende Tor zu spielen. Ja, ist geil. Probieren, sauber rauskommen da. Jawohl, schön gekippt. Gehen Sie vorbei, gehen Sie vorbei. Ah! Come on, nochmal. Gemischte Bälle, zweiter Durchgang, statisch. Jawohl. Sehr schön. Gut.
Jawohl, schön! Denk an die Füße! Jawohl! Jawohl, gut! Gemischte Übung aus der Bewegung heraus. Der Torwart wird anlaufen, wird in eine deckende Stellung gehen und von da aus dann die entsprechenden Bälle halb hoch bzw. flach abwehren müssen. Jawohl! Denk dran, sauber Knie aufstellen. Jawohl! Jawohl! Sauber in die Blockstellung gehen. Ja! Sehr schön! Genau das sind die Dinger. Komm on, komm on, komm on! Jawohl! Vorsicht, nicht in der Hütte lassen. Ja! Sehr stark, sehr stark, sehr stark! Ja, gut! Ja, wir haben nun gesehen, dass bei diesen Übungen dynamisch oder statisch entsprechend unser Torwart eine ganze Bandbreite von entsprechenden Abwehrtechniken zum Blocken des Abschlusses entsprechend einnimmt. Dabei ist auch wichtig, dass wir den Torwart nicht verbieten, Bälle, die er sicher halten kann, natürlich zu sichern. Denn Balleroberung und damit Ballsicherung geht immer vor reiner Ballabwehr. Deswegen wird das auch in diesen Übungen gezielt forciert. Es gibt diese dann mit unterschiedlichen Anlaufwegen, wie wir das im Eberhard Trautner Video dargestellt haben. Es gibt auch dann verschiedene Möglichkeiten, die Anlaufsituation entsprechend zu verändern, den Ball sich vorzulegen als Trainer oder aber den Torwart von anderen Winkeln anlaufen zu lassen und, um ganz einfach hier diese Abschlusssituationen zu generieren und unserem Torwart eine schnellstmögliche Reaktion auf kurze Distanzen zu geben. Dazu kann man dann auch die nächstfolgende Übung tätigen. Das sind dann Dropkicks aus relativ kurzer Distanz, 1-2 Meter nur, wo unser Torwart schnell reagieren muss. Machen wir auch 6 Bälle davon. Danach kommt abschließend nur noch der Ballangriff in einer näheren Situation. Schauen wir uns dann gleich an. Bis gleich. Bälle für schnelle Reaktion im 1 gegen 1 aus der Statik heraus mit geschossenen Bällen. Nein, Rückstellung. Zum Simulieren des Ballangriffes ist dann, haben wir im Trautner-Video auch schon mal gemacht, der Trainer steht mit dem Rücken zum Torwart, wirft sich einen Ball entsprechend auf, der Torwart läuft an, entweder muss er blocken oder aber eher versuchen, den Ball mit dem Ballangriff zu sichern und die Balleroberung einzuleiten. Das Ganze gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, dazu haben wir ja auch schon Videos gemacht, wie der Ballangriff stattzufinden hat. Er ist eine Möglichkeit, dass der Torwart eine Balleroberung tut. Was wir nicht sehen wollen, ist, dass der Torwart in solche Situationen mit den Füßen voraus agieren, weil das ist in jedem Fall faul und sollte unterbunden werden. Wir wollen den Ballangriff mit den Händen und möglichst dabei eine Ballsicherung. Was wir auch hören wollen, ist ein klares, deutliches Signal, entweder ein lautes Ja, Leo oder ein Torwart und dann entsprechend der Ballangriff. Wir werden das jetzt simulieren, wieder mit 3, 4, 5, 6 Bällen, um ganz einfach das Ganze mal darzustellen. Und dann haben wir das 1 gegen 1 in einer runden Trainingseinheit bereits einigermaßen abgeschlossen mit entsprechenden Darstellungen von Techniken und Möglichkeiten. Was wir nicht gemacht haben, ist dann das Blockstellungsstellen. Also wenn der Stürmer sehr nah ist, dass er dann entsprechend hier in eine Blockstellung sinkt und den Abschluss verhindert. Das haben wir jetzt nicht getan. Das kommt auch nicht weiter vor, denn letztendlich ist das eine Distanz näher wie diese 2 Meter, wo unser Torwart dann eigentlich nur noch auf die Knie sinkt, um eine Blockstellung einzunehmen und möglichst groß das Tor abzudecken. Dafür gibt es genügend andere Videos und Übungen, wo man das Ganze dann nochmal sieht. Wollen wir hier nicht näher ausführen, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit der Balleroberung des Ballangriffs. Bist du rein? Auf den Kopf. Robert! Jawohl! Sehr schön! Nicht vergessen, Blockstellung sauber einnehmen. Komm an! Gut!
nichts gehört. Hat er genetzt! Robert! Jawohl, sehr schön! Robert! Ja. Robert! Sehr schön! Gut! Wie wir nun gesehen haben, das sind Übungen zum Ballangriff. Wir haben auch gesehen, das Abschirmen, das Blocken dann in der näheren Distanz, aber auch aggressive Formen des Ballangriffs, auch den Stürmer sauber unter Druck zu setzen. Wichtig dabei ist, ihr müsst den Ball erobern. Habt ihr den Ball in den Händen, spielt ihr den Ball. Und es ist ganz selten, dass dann an der Stelle das Ganze faul ist, vor allem wenn ihr den Ball sicher habt. Ihr dürft den Ball noch nicht verlieren. Ansonsten waren das jetzt hervorragende Arbeiten zum Thema 1 gegen 1. Wir wollen es damit belassen und vielleicht hat es euch wieder gefallen. Ja, das war's zum Thema 1 gegen 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt kommt gerade die Sonne so ein bisschen raus, während es im Hintergrund anfängt schon ein wenig zu gewittern. Wir müssen leider dann hier abbrechen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid ein bisschen näher gekommen, was 1 gegen 1 wirklich ist. Und vielleicht habt ihr auch verstanden, wie die einzelnen vorhergehenden Videos in dem Kontext des 1 gegen 1 zu sehen ist. Und dass egal wo immer eine bestimmte Philosophie dahinter steckt, die man bei dem Torwarttrainer in dem Detail wiederfindet, bei dem Torwarttrainer in dem Detail. Und jeder Torwarttrainer so ein bisschen seine eigene Philosophie in der Richtung hat. Und das müssen wir ganz einfach nur mal ein bisschen darstellen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ciao, bis zum nächsten Mal.